So, endlich geht's los mit der Messerrunde auf Inferno zwischen Team Spirit und den Movistar Riders aus Spanien. Aber das sieht gut aus. Mob-Boss alleine unten im Underground. Holt immerhin zwei. Und dann ist Dima da. Team Spirit mit dem Gewinn der Nilfront. Und der Qual der Wahl. Stay or Switch. T-Side, CT-Side. Man hat sich entschieden. Man bleibt auf der CT-Side stehen. Somit geht's endlich los. Erste Runde auf Inferno. Und erst nochmal eine Pause, die gecallt wird. Dreimal Kevlar. Doppel-Smoke, Doppel-Flash, Doppel-Nate bei den Movistar Riders. Und jetzt kann's losgehen. Endlich erste Runde. Team Spirit. Die Jungs gehen aktuell auf dreimal Kevlar. Kit Doppelflash bei Sotfick. Mal schauen, wer hier einen relativ guten Start vielleicht mit einem 3-0 erwischen kann. Erstmal Mitte. Gibt eine Flash von Sotfick. Unter der Rampe stehen sie defensiv. Don Q meißen. Schauen in die Mitte, Sotfick biegt mal rein, Darfkos mit dem ersten aus der falschen Mitte und Alex ist direkt weg. Überzahl Team Spirit. Und so langsam geht's jetzt hinten mit drei Mann Richtung Banane. Coldy und Dima, die da bereitstehen. Biegt mal, 6er P angeschossen und hinten Coldy, erster Trade. Dafür, dass es Dima fast rausgehauen hat. Der Rest biegt nach. Coldy will einen Zweiten haben. Schafft er erstmal nicht. Bekommt auch eher ein bisschen Anschluss ab. Erste Rotation hinten von Sotfick in Richtung B-Side. Coldy ist abgesmoked. Sie schießen durch die Smoke durch. Erster Bombplant geht ebenfalls erfolgreich durch. Überzahl Retake für Team Spirit. Don Q und Dragunov. Von 2 gegen 5. Alle 5 über CT über Garten. Dragunov hat die Info 2 gesehen. Hinten versucht es, macht ein bisschen Schaden gegen Sam Dayang. Er wird gepusht, kommt links, trifft die Shots nicht ganz. Jetzt geht mal raus, für den zweiten reicht es nicht. Und QE 2, Banane, holt einen, holt 2. Sotfick einfach durchgefusen. Coldy schafft es nicht. 2 Sekunden und die Zeit ist vorbei. Und Don Q mit einem 1 gegen 4 räumt in der ersten Runde direkt Team Spirit fast alleine weg. Und das hat sich Team Spirit komplett anders vorgestellt. Tja, 1-0 für die Spanier. Geht direkt natürlich auf die SMGs, auf eine Galil für Mopos. Und im ersten Mal langsam Aufbau, wieder an der Mitte an der Rampe stehen. Langsam Richtung B versuchen. Da steht Team Spirit mit 3 Mann. Coldy, bisschen im Strafe auf ein paar Infos gehen. Nate macht schon mal gut Schaden. Minus 30. Movistar Riders tasten sich langsam ran. Ah, aim Banane ab. Genauso wie die falsche Mitte. Die ich warten auf den Offensivpush von Team Spirit. Aber der kommt erstmal nicht. Lassen sehr, sehr viel Zeit vergehen. 60 Sekunden auf der Uhr. Erster Smoke, erster Flash Richtung B. Defensive Smoke von Team Spirit. Und erste Mal wieder rübergeschoben. Coldy, Dima alleine. CZ, 5-7, Kevlar, eine Flash und eine Smoke noch. Mit nur noch 45 Sekunden. Dragunov alleine in die Mitte. Vielleicht ein bisschen Richtung A faken, ein bisschen lurken, stepped. Und wir sehen schon die erste Rotation. Coldy hinten hält lang. Und nur noch Dima alleine auf B.
Und die Zeit, die wird knapp. 27 Sekunden. Nächsten Granaten Richtung B-Side. Braucht eigentlich jetzt ein bisschen Rotation. Zotfick defensiv, währenddessen die Bombe ebenfalls Richtung A schiebt. Und da eben haben sie jetzt die Chance, mit einem 4-Mann-Stack hier relativ gut das Ganze zu halten. Zotfick, erster Schlag gegen Salenhoff. Sie müssen onside gehen. Dafgas, Samdayang. 10 Sekunden, Zeit ist fast vorbei. Dragunov, Meissner müssen jetzt irgendwie Frag setzen. Und das reicht nicht. Alex alleine auf B. Und Team Spirit mit ein bisschen Glück dabei, dass die Bombe noch rüber Richtung A-Side. Aber es heißt 1-1 nach Runden. Da haben sich die Movistar Riders ein bisschen verschätzt, was die Prediction angeht. Dritte Runde. Wir sehen die Movistar Riders mit Pistolen, Kevlar, einer MAC-10, zwei Granaten dabei. Team Spirit mit Galil und M4. Deutlich ein bisschen im Vorteil, die erste Granate. Oh, die macht richtig viel Schaden. Minus 60 bei Dragunov. Dafkast in der Mitte, Samdayang. Ah, schaut da von oben, von Balcony aus erstmal Richtung Boiler. Movistar Riders mit einem wieder etwas langsameren Aufbau. Sind ja diesmal auch schon etwas offensiver in Apps drin. Ah, da muss Samdayang aufpassen. MAC-10, Close Distance, nailet einmal rein. Macht wenig Schaden. Und Mopos, Dragunov, nehmen wir weiterhin ab. Flashbang ist gut. Ah, holt sie beide raus. Vielleicht ja Alex, der mit der MAC-10 irgendwie einen Frag setzen kann. Don Q auf 12. Fällt noch so ein bisschen die Banane. Währenddessen Meissen, Alex. Richtung kurz, Richtung lang. Ein bisschen nach vorne steppen. Erster Smoke kommt rein. Sotfick stellt sich defensiv in Richtung A-Side. Und dann hinten CT-Bogen, Cody. Na, der hört die Steps. Sie kommen über den CT-Bogen rein. Meissen ist da, Bombe ist down. Den ersten, für den zweiten reicht es nicht bei Cody. Aber zum Glück stehen sie schon close, lassen ihn natürlich hinten nicht rauslaufen. Dafkas, Dima, close distance. Bombe ist down. Q alleine, bitte erwischt von Samdayang. Führung für den Spirit. 2-1, die Movistar Riders mit keinem Geld auf der Bank, nachdem sie letzte Runde geforst haben. Wir müssen also schauen, dass man jetzt vielleicht mit Pistols Only was Schnelles macht, vielleicht ein Bombplant bekommt, ein bisschen extra Geld obendrauf bekommt. Ansonsten sieht es nicht allzu gut aus für diese vierte Runde auf Inferno. Wieder bei den Movistar Riders. Sie haben keine Granaten, nur eine CZ bei Don Q. Stehen hinten zu fünft in der Mitte drin und wollen dann vielleicht über kurz, über lang das Ganze schnell in Richtung A-Side bringen, pushen jetzt durch. Dafkas ist gesehen worden, hat die Hilfe von Zotfick. Molotov macht gut Schaden, holt sich drei schöne Frags ab. Zotfick, Bombe ist down auf lang. Alex verbrennt. Meissen. Glock gegen 4. Na, den gesehen. Jawohl, Pre-Fire-Shot sitzen. Und das Ace, das ist hier für Zotfick durch diesen brillanten Molotov. Und dann einfach ganz easy abgeaimt, ein bisschen reingeschaut. Und dann die erste Full Round für die Movistar Riders. 5 AKs dabei, viele Granaten. Diesmal die Nate in der Mitte, macht nicht allzu viel Damage, nur 10 an Dragunov. Wieder ein sehr, sehr langsamer Aufbau. Plan offensiv gehalten, Dima und Cody. Ja, das ist ein Dafkas mit der AWP, den ersten Map sieht. Verschießt den ersten Shot. Hätte es bereits den ersten Vorteil geben können für Team Spirit. Nur noch 60 Sekunden auf der Uhr. Machen sich bereit, mit den Granaten Richtung A zu gehen. Über kurz, über lang eventuell. Und Dragunov piekt da mal recht bei. Ist gesehen worden. Samdayang muss aufpassen, gerade wenn jetzt hier die Smokes auf lang reinkommen. Da sieht Dafkas gar nichts mehr.
Mitte unten pusht man erfolgreich durch. Die mit dem ersten smogt sich instant wieder ab, damit hier natürlich bloß kein Shade gesetzt werden kann. In 20 Sekunden müssen sie so langsam sich entscheiden, wo sie hinwollen. Devcast hält lang, Sotfig, Samda Young zusammen Kurz und Apps. Und die Movistar Riders warten noch, bis die Smoke auf lang weggeht. Smoken Devcast nochmal ab und dann eben soll es über Kurz endlich auf die Bombsite draufgehen. Samda Young ist da. Schaut da, Richtung Kurz. Erster Schritt gegen Dima gesetzt worden. Hinten auf B zieht sich Coldy zurück. Die 10 Sekunden, die könnten vielleicht gerade noch so reichen. Und wenn Coldy nur einen einzigen Frag setzt, ist die ganze Runde vorbei. Bombplant geht nicht durch. Zeit ist um. Und die vierte Runde in den Händen von Team Spirit. Mobhouse immerhin sichert sich eine AWP, bekommt dafür aber kein Geld rein. Das ist durchaus unglücklich gelaufen für die Movistar Riders. Natürlich gerade, dass man einfach auf B drauf muss mit ein paar Smokes, um das Ganze noch zu halten, zu covern. Was dann eben nicht mehr bekommen hat. Muss also nochmal in der Pistol Eco gehen. Immerhin Mopos mit der AWP könnte durchaus ein bisschen Schaden anrichten. Aber gerade dann braucht er eben mit der AWP einen kleinen Timing-Vorteil. Und wieder offensiver Banane-Hold von Dima und von Coldy. Close und auf dem Mäuerchen drauf. Devcast in der Mitte. Mopos piekt da rein. Jawohl, kommt langsam. Devcast verschiebt. Da war jetzt eben vor zwei Mitte gesehen, AWP, der gesprungen ist. Und vielleicht ja gegen Sotfig. Wunderschön. Kleine Schulter gesehen oben in der Ecke. Überzahl für die Movistar Riders. Und die Bombe weit in einer Rampe mit Don Q. Devcast hinten auf lang. Hinten steht noch Sam Dayang, der Richtung Apps, Richtung Kurz halten muss. Und die erste Rotation von Coldy. Targunov. Meißen. Ah, auch Sam Dayang ist raus. Hinten kommen sie jetzt über Apps, über Kurz. Devcast gesehen worden, holt sich ein. Coldy ist da, Trade sitzt. Devcast los, ist das Speed to 50. Bombe ist down, AWP gesehen worden. Dima im 1 gegen 2. Währenddessen Meißen sich ebenfalls schon die erste M4 gegrabt hat. Immer noch ein 1 gegen 2. Einen Pit. AWP onside. Mopos schaut Richtung lang. Hat eigentlich eine gute Angle, einen guten Winkel, um hier Dima direkt rauszunehmen. Piet mal, Strafe durch den Shot nicht. Dima im 1 gegen 2 weiß, wo die AWP steht. Links, rechts, Pit. Na, zeigt sich Meißen erstmal nicht. Und dann piekt Mopos von der Bombside aus. Gibt ebenfalls das Ace für die AWP. Und die zweite Runde für die Movistar Riders. Mit einer einzigen Orb. Der Rest komplett in der Full Eco gewesen. Mal offensiv die Mitte angegangen. Sander Young, falsche Mitte, offensiv. Muss aufpassen. Flash ist hin gut, holt sich ein. Für den zweiten reicht's nicht. Trade kommt rein und Sotfig kann nichts machen. Überzahl ist also wieder weg. Währenddessen jetzt Coldy, die mit Granaten Meißen rausnehmen und eine Banane drin. Da versucht Dragunov ebenfalls mit Dorf und Leben Smogs ein bisschen die Bombe zu halten. Und die eben können jetzt Dima und Coldy eben nicht mehr sichern für Team Spirit. Weiterhin einmal überzahlen. Die Movistar Riders müssen sich so ein bisschen entscheiden, wohin sie gehen wollen. Geht langsam Richtung B nach vorne. Dima oben auf der ersten Box. Coldy an der zweiten. Und sie bekommen keine Infos, keine Offensivaktion von Team Spirit. Also lassen da erstmal alles auf sich zukommen. Warten ab, was die Jungs aus Spanien jetzt hier auf die Beine stellen wollen. Gehen auf ein 2-2-Hold. Alex oben raus, Sotfig in Pit. 30 Sekunden auf der Uhr, wieder ein knappes Ding hier. Zeittechnisch ausgespielt wird. Sotfig kommt, er holt sich trotzdem Alex von oben von Apps. Dragunov schaut Richtung Zürich und Q muss Trade, schafft den ersten, den zweiten nicht. Devcast ist da. Aber den hat Dragunov sicher. Bombplant geht durch.
Überzahl Retake für Dima und für Cody. Dragunov hat eine gute Position hinten auf Short. Da sollte ihm gleich Dima reinlaufen. Die steppen aber nicht groß, sneaken sich da rein. Wird den Shot nicht, 60 HP angeschossen und den ersten Mann raus, Cody! Und er holt den Trade. Fünfte Runde Team Spirit, Bomb Defuse geht durch. Movie Star Ride ist immerhin mit dem Bomb Plant, also ein bisschen extra Geld, was es oben drauf gab. Die Spanier, die kaufen wieder komplett rein. Eine AK für Mopos. Selbst gesagt, er soll mit einer Waffe durchaus viel Schaden anrichten kann gegen Team Spirit. Der Rest hat Pistolen, eine mit 10 und viele, viele Granaten dabei, vorzugsweise Smokes und Molotovs. Da ließ man sich nicht lumpen, hat das Ganze investiert. Dann muss man eben auch diese Runde wieder gewinnen. Meißen, Dragunov, Mitte up-aim. Vielleicht holst du wieder einer von den Spirit etwas offensiver. Aber die wissen. Einfach nur defensiv ausspielen. Den Spaniern keine Chance geben, irgendwie glücklich an 1-2 Frags zu bekommen, an die Überzahl. Und eben die Waffen aufnehmen. Im Spirit nur mit Flashes und einer Nate bewaffnet, ansonsten keine Smokes mehr. Mopos, Alex, langsam Richtung Apps. Es geht also auf den A-Execute. Tante Jan, erste Info. Smokes, Flashes, alles hagelt Richtung, seine müssen sie aufpassen unten im Pit. Sunderland ist da, um die erste Info zu haben. Erster Flash kommt, zweiter Flash kommt. Sunderland ist häufig oben gesehen worden, aber ist einfach der Smoke drin und das wissen sie und schießen natürlich durch die Smoke durch. Holen sich den Kill und dann kommt Dima einfach rotzfrech von kurz, kann den Bombland aufhalten. Den zweiten fast auch noch was gereicht, aber neben nicht ganz. Don Q auf 30, Cody mit der M4 geht schon das Ganze durchbringen, geht hier in den Safe Run, in den Speed. Auch hier hat man erstmal kein Geld mehr auf der Bank übrig. Das ist die Chance für die Movistar Riders, jetzt hier die dritte Runde zu holen. Die haben sie sicher. Und dann eben nächste Runde vielleicht auch noch gegen eine einzige M4 mit Pistolen und Kevlar anzuspielen. Zwei Runden Abstand. Und die Frage, können die Movistar Riders jetzt rankommen? Einen Ausgleich schaffen? Oder aber setzt Team Spirit im Ganzen die Krone auf und gewinnt das mit einer M4, einer UMP, Kevlar, zwei Kits, Pistols und ein paar Granaten in der Hand. Viermann B-Stack. Könnte durchaus aufgehen. Sam Dayang Mitte, ein paar Infos sammeln, vielleicht offensiv reinsmoken. Hat weiterhin etwas defensiver stehen. Doppelpistole auf A. Erste Langsmog kam. Movistar Riders mit einem sehr langsamen Aufbau, weil sie gerade nicht wissen, ob sie vielleicht in die Echo gehen oder eben gerade zu der einen M4 noch mehr Waffen nachgekauft haben. Und dann geht's doch jetzt gemeinsam mit vier Mann Richtung B-Side. Mason smogt nochmal Richtung A. Bisschen faken, die Rotation forcen. Das klappt auch. Schafft das, Dafkas drüber schiebt.
Und immerhin Cody mit der M4 mit Dima immer noch auf B drauf. Smoke kommt rein. Die haben noch eine Smoke da. Das heißt, die Movers müssen durch die Smoke durchgehen. Dima zum ersten, Dima zum zweiten. Der macht extrem viel Schaden. Immer noch hinter der Smoke. Jetzt ist der Trade da. Cody close. Der hält erstmal rein, schaut links, rechts, nächster Flash kommt, ist nicht blind, sie gehen nicht durch, in die Smoke liegt noch. Und Cody kommt, schafft es nicht ganz, aber hinten steht schon Dafkas mit der UMP. Flashbang ist gut, Überzahl wieder für Team Spirit. Und die Rotation, die kann jetzt die Runde gut machen. Softflick mit Schaden, Dafkas, ein Schuss gegen Mason. Und der ist angeschossen, der ist runter, der ist low und er kommt da. 6. Runde Team Spirit, das mit nur Pistols, Kevlar, einer UMP und einer M4 und gerade der Move, dass sie hinten einmal absmoken und dann die Movies Riders aus der Smoke durchgehen und da einfach natürlich weggeholt werden. Das ist unglücklich gewesen, andererseits extrem gut für Team Spirit. Aber auch die Spanier zwingen sich wieder in den Forceball rein. Triple AK, Pistol, eine MAC-10. Unterwegs in Richtung falsche Mitte mit 4-5 Mann. Und da steht Dafkast. Mit der AWP. Mitte abgeaimt. Oben in Apps stehen sie jetzt drin. Da muss man aufpassen, dass gerade Dafkast und Samdang das Ganze entsprechend halten. Ersten Granaten sind raus. Flashbangs, alles hakt unten im Bett, nicht blind. Samdang und eine 0-2. Im dritten reicht's nicht, Überzahl ist trotzdem ausgespielt, Softflick schießt ein bisschen durch die Smoke durch und wartet einfach, bis der Rest des Teams nachschiebt. Das Ganze natürlich von drei Seiten im Bestfall angehen. Aber die Bombe, die ist gelegt worden. Don't kill on site, Meißen in Pit, schaut Richtung Apps, da kommt Dima mit der UMP, kurz kommt Cody, Lang ist Don't kill raus, Meißen zum ersten ist gesehen worden, flasht einmal gegen Lang. Zotfick dreht sich um, flasht nochmal, dann eben kommt Cody von oben mit der UMP. Und die Bombe kann wieder defused werden. 7. Runde Team Spirit, die Movistar Riders, immerhin mit dem Bombland. Man zwingt sich nochmals alles rein zu investieren. Es war knapp. Ja, es war ein 1 gegen 2 am Ende. Das Ganze durchaus holen können. Man hat eben wieder die SMGs auf die Close Distance, wo man extrem viel Feuerkraft hat. Dafkast, Naps, ja, geh instant zurück. Auch Alex will es nicht weiter riskieren. Leichter mit Mopos über den Teppich. Durchaus gute Chancen, vielleicht Samdayang im Pit rauszunehmen. Wir haben noch eine Smoke, ein Molotov bei Team Spirit. Und die eben muss damit bedacht einsetzen. Zählbogen, Sotfig gesammelt worden. Scully kann nicht traden, unglücklich. Überzahl ist da. Dafkas, Samdayang. Zweiter Shot sitzt nicht. Dima alleine. Und auch hier wieder nicht wirklich viel Geld bei Team Spirit. Aber zwei gewonnene Runden. Und geht erneut in den Safe. M4, Kevlar, Kids, Movistar Riders mit dem MAC-10s erfolgreich. Natürlich sitzt man da erstmal auf die rausgenommenen Waffen, bedankt sich für das kostenlose Upgrade und gibt Team Spirit hier erstmal nicht die sichere Halbzeitführung. 4. Runde für die Spanier. Don Q war da eher mäßig erfolgreich, weiß immerhin wo Dima steht. Und dann ist es Alex. Spirit, wieder
mit Smokes Kevlar und der einen M4 des Sotfick. Erste auf dem Leben Smoke Richtung Banane, währenddessen auf A Sunderlang rausgefallen ist. Geht das Ganze langsam an. Dima, Davkas wieder close und der Smoke hinten, Don Q. Auch der riskiert mal einen Blick in Richtung Pool. Sieht Dima wieder. Coldy wäre da. Was man nicht gepriert. Und das Kit. Man braucht auf jeden Fall das Defuse-Kit. Nächster Smoke rein. Weiß, dass immer noch einer dort steht. Alle drei sind hinten auf B. Das heißt, die Assets entsprechend clear und das eben versuchen die Movie Surrogates erstmal zu erschließen, zu schauen, bekommen wir auf A-Gegenwehr oder ist das Ganze komplett frei? Erstes Mal Richtung CT-Bogen, zweite Richtung Library. Onside ist kein einziger CT zu sehen. Und auch die fünfte Runde sollte dementsprechend sicher sein bei den Movie Star Riders. Geht aber auch nicht mehr groß auf Werk, denn ganz klar, auch bei den Spanien ist nicht allzu viel Geld vorhanden. Zwar 2,8, 2,7 bei Moppers und bei Don Quixote, aber der Rest mit 1000 und weniger. Und daher durchaus verständlich, dass man hier nicht mehr groß auf die Jagd geht. Erstmal heißt es Sparrunde. Wieder 4-Mann B-Stack bei Team Spirit. Hier nur Sam Dayang, der hier alleine die A-Sides halten zu sucht. Vielleicht ein Peak von Sotfick. Molotov forst ihn zurück. Er hat nicht die M4. Er muss hier die wichtigen Fracks ziehen für sein Team. Sie kommen nach vorne. Dragunov ist da mit der HDP. Ohne Peak mal rein. Glücklich raus, Flashbang kommt, Sotfick mit der M4 piekt nach, aber die Shots gehen nicht ganz auf. Nächste Flash und dann wird einfach geprefired. Dima, close, CZ, er muss er nachladen und auch er siegt er das Zeitliche. Sam Dayang mit der USP. Schafft er hier noch vielleicht einen Frag zu ziehen? Oben steht Mopos, hat er nicht gesehen. Ah, jetzt die Waffe gespottet, Sam Dayang, aber schließlich doch lieber nicht zur Bar hinzugehen und dann eben läuft der Alex ins Crosshair rein. Der Ausgleich, der ist zum Greifen nah für die Spanier, währenddessen Team Spirit jetzt durchaus im nächsten Baron wieder Erfolg haben könnte. Wieder sehr viel Zeit verstreichen. Bereits oben in Apps drin. Langsam Richtung Banane mit Dragunov, mit Don Q. Und der Rest mit drei Mann erstmal Richtung Apps, Richtung Mitte orientiert. Währenddessen das ganze Spiel von Kurz hält, also zwei Richtung Mitte und einer Sam Dayang in Richtung Apps. Cody macht so ein bisschen den Schieber, währenddessen Dima alleine Richtung B das Ganze versucht zu halten. Und dann eben geht's hier bei dem Royster Rise wieder in Richtung A-Side, gerade über Apps. Das soll diesmal der zentrale Anlaufpunkt sein. Erste Kurzsmoke kommt. Steps sind gehört worden von Sotfick. Der dreht sich um. Flashbang trifft ihn in die zweite. Holt sich Dragunov auf kurz. Und dann eben geht's über Apps raus. Und da muss Sam Dayang aufpassen. Weiß, dass die erste seine Pit holt sich ein. Der zweite reicht's auch noch. Bombe ist down. Moppos, keine Chance. Meist in der Mitte gedoppelt. Zieht man sich erstmal zurück, Dima Long Distance und dann ist es da, die achte Runde, die Halbzeitführung von Team Spirit.
die Movistar Riders. Trotzdem, mit 6 T-Runden ist das schon mal gar nicht so schlecht. Könnte durchaus in der zweiten Halbzeit daneben den Spieß umdrehen. Team Spirit, eine oder drei Runden Abstand zur Halbzeit, das ist die Frage. Sollten eigentlich gute Chancen haben, gerade mit dem Full Nate Setup. Hier der ersten offensiven Smog für Banane hinten. Movistar Riders, eher wieder etwas A-fixierter Aufbau. Und da sind diesmal Dovcast und Sam Dae-young. Doppelholz. Flash kommt rein. Sam Dae-young mit dem ersten. Weiß, dass er noch an der durch ist. Unten Sopwick hat ein bisschen Schaden eingesteckt. Doch lang. Ja, schafft das irgendwie zu überleben mit 15 HP. Aber da ist schon Meißen schon durch. Ja, er hat sich schon Richtung CT-Spawn gesnickt. Und damit müssen sie auch eben auf B rechnen. Cody und Dima. Da geht's eben dann auf den B-Split. Gerade mit Meißen. Der Rest, Jovanane, Cody und Dima. Die beiden müssen es richten. Und das natürlich wissen sie schon. Dima schaut hinten Richtung B-Side. Cody Richtung mal defensiv. 40 Sekunden. Die Zeit läuft langsam runter für die Movistar Riders. Ja, sie zwei. Cody wird gefreefired. Macht noch ein bisschen Schaden gegen Dragunov. Dima muss aufpassen. 30 Sekunden. Und die Rotation, die kommt schon. Dovcast, Sam Dae-young. Nur noch Dima. Und der gegen drei. Und den ersten. Den zweiten macht gut Schaden. Den dritten. Und Meißen alleine sieht die Waffe hinten von Dima. 17 Sekunden. Sie bereits da. Close. Drei Runden Führung für Team Spirit. Nach den ersten 15 Runden. Lang trotzdem relativ ausgeglichene erste Halbzeit. Wir hatten Runden für den Spirit, aber auch Runden eben für die Spanier. Und dementsprechend steht es relativ close. Mit nur drei Zählern Abstand. Nächste Runde, zweite Hälfte. Fünfmal Kevlar bei Team Spirit, dreimal Kevlar, CZ, Doppelsmoke und Flash bei Team Spirit. Er geht erstmal auf den Arc, sie hören bitte überlang. Mopos smoked ab, Meißen defensiv, sie kommen überlang, über kurz. Und Mopos mit ein bisschen Glück, CZ zum ersten lang, kommt der Trade rein, Meißen schafft es nicht. Und die Bombsite, die gehört Team Spirit. Dragunov unglücklich, auf lang die Shots nicht getroffen. Schaden ist relativ gut. Sopwick auf 40, Sam Dae-young auf 60. Und von kurz kommt Don Q. Flashbang war nicht allzu gut. Dima, Sam Dae-young nicht allzu lange blind gewesen. Alex kommt hinten mit Dragunov. Beide jetzt von langem gesehen worden. Versuchen es gegen Pit, gegen Box, gegen Onside. Holen sich ein. Für den zweiten reicht es auch noch. Und daneben müssen jetzt Sotfick und Cody aufpassen, das Ganze nicht noch abzugeben. Cody close defensiv, Diffuse geht erstmal nicht durch. Sotfick mit der Glock holt sich einen, den zweiten fast auch noch und Alex muss diffusen. Aktuell kein Kit in der Hand und das weiß sie, Sotfick. Bombe geht hoch und die Runde geht ebenfalls an Team Spirit. 10 zu 6 Führung, können jetzt ganz locker hochgehen auf den 12 zu 6 an die Movistar Riders. Jetzt nur mit Pistolen und Kevlar. Nächste Runde, wenn sie die verlieren sollten, ebenfalls on die Pistols. Leicht ja auf die Close Distance. Leicht ja mit ein bisschen Glück. Don Q, erste Box. Alex smoked noch nicht ab. Zieht sich defensiv zurück. Sophie guckt nicht nach oben, bekommt ein bisschen Schaden ab. Und Don Q will nochmal reinpieken. 70 HP angeschossen. Alex flasht einmal.
Der Spirit weiterhin aufgeteilt Richtung Banane in Richtung Mitte. Duffcast kommt ebenfalls ein bisschen als Support mit nach oben dazu. Aber der erste Vorteil geht an die Movistar Riders. Überzahl. 5 gegen 4. Duffcast auf 30. Auch der ist ziemlich schnell raus. Gibt trotzdem noch keine Overrotation Richtung B-Side. Dennoch haben sie eine Smoke mit Don Q. Und 40 Sekunden. Team Spirit will das Ganze starten. Flashbangs kommen raus. Beide closen der Smoke. Don Q kann traden. Im zweiten reicht's nicht. Die Trade sitzt mit dem Spirit, auch wenn der Starten relativ gut ist. Immer noch ein Mann, den sie schnell rausnehmen können. Cole mit der AK Richtung Banane. Sieht unten Robs. Mopos. Und Duffcast und hier müssen das regeln. AK Galil. 2 gegen 3 Hold. CT kommt, Garten kommt, Banane kommt. Kleines Crossfire aufgebaut. Richtung erste Box, Richtung lang. Unglücklich Duffcast raus. Auch Dima fällt. Und die Movistar Riders überraschen in der Anti-Eco. Pistols und Kevlar reichen, um die Runde hier gegen die Baron von Team Spirit zu gewinnen. Die Chance also, Runden gut zu machen. Team Spirit spart sich Geld. Natürlich nächste Runde könnte man dann auch mit den ersten Full Baron das Ganze anspielen und dementsprechend bloß nichts riskieren, bloß nicht dem Musa Riders noch mehr Runden vielleicht schenken, als man das ohnehin schon getan hat. Macht sich bereit mit einer Smoke und Flash für die A-Side. Erster Smoke kommt rein, Flashbang dazu. Ah, Meißen, Mopos nicht blind, kommt close on, so die 1, 2, 3, Bombe ist down, Zotvik alleine, P250 plus Distance gedoppelt. Kein einziger Frack in dieser Pistol-Eco für Team Spirit. Erster Full Baron. Das russische Team auf der T-Side. 4 AKs, wieder eine Galil dabei. Wenig Granaten, ein Molotow und ein paar Flashes. Und wieder so ein bisschen der Versuch, überall Fuß zu fassen. Richtung Banane, Richtung Apps, Richtung Mitte. Natürlich die Movistar Riders entsprechend defensiv. Doppeln die Bahn etwas offensiver. Halten von lang, von kurz und eben Apps oben, um da entsprechend auf den Bombsites nichts anbrennen zu lassen. Erster Entry auf B. Don Q dann so ein bisschen zu offensiv gewesen. Und instant lässt man Dragunov rüberschieben, dass man das Ganze im 2-2 hält. Aber dadurch geht es eben ins erste Verteidigungsloch auf der A-Site. Mopos, Meißen, mit einmal abgesmoked. Alex Dragunov auf B. 30 Sekunden. Team Spirit schiebt. Ah, und die Info ist glücklich. Mason in der Mitte ist, glaube ich, nicht gehört worden. Kommt und sich fast zwei Spieler ab. Und hinten auf B. Dragunov, Alex erfolgreich gegen Dima. Aber onside steht schon Mopos und er sieht zwei. Spinner sitzt nicht. Unglücklich gewesen. Das wäre die Chance gewesen, wenn er hier einen, vielleicht nur zwei hätte rausnehmen können, die Überzahl zu haben und eben die Runde zu gewinnen. Aber so sieht das eher gut aus für Team Spirit. Und die ziehen sich zurück. Alex Dragunov bekommen keine Infos in diesem Retake. Keine Möglichkeit auf ein 2 gegen 2. Und von daher geht's wieder zurück. Waffen durchbringen. Wieder drei Runden Führung für Team Spirit.
Movistar Riders, durchaus mit Geld auf der Bank, gerade bei Mason, gerade bei Don Q. Und Alex kann durchaus noch dabei verlegen, also nächste Ballround ist eigentlich sicher. Und die Frage, ob das diesmal eben auch wieder reicht, um hier gegen die Arkas von Team Spirit anzukommen. Schaden gegen den eigenen Teamkollegen. Cody ein bisschen angeschossen. Dragunov mit der AWP Mitte reingepickt. Falsche Mitte jetzt geschaut. Aber da versucht es Thunder Young lieber in Richtung Apps mit Cody. Ein paar Granaten noch Richtung B rantasten. Swordfix sieht. Garten wird erstmal nicht offensiv gehalten. Schön hinten im CT und auf der ersten, zweiten Box drauf. Don Q. Ah, den Kopf bisher nicht gesehen. Jetzt sieht er unten Swordfake und der Headshot sitzt sich instant. Das ist unglücklich für den Spirit. Gerade in dieser eigentlich wichtigen Runde, wo sie die Ikone mit dem Movistar Riders komplett brechen könnten. Und die Unterzahl. Ein Mann weniger. Noch etwas mehr als 40 Sekunden auf dem. Man schiebt wieder komplett rüber in Richtung Mitte, in Richtung B mit Cody. Hat immer noch viele Smokes, ein paar Flashes und einen Molotov. Und dann geht's hier hinten mit Cody auf den B-Fake. Alles an Granaten raus. Smoke, Flash, Molotov. Aber Alex und Don Q merken, hey, da kommt gar nichts. Dragunov, lang gesehen, flasht einmal, kommt nicht mit der AWP nach, unglücklich raus und jetzt eben liegt es an Mopos und an Mason und die müssen hier 2 gegen 4 halten, kurz kommt, lang kommt Mason mit einem Trade, aber die Zeit, die reicht nicht, um mal zu legen, natürlich, Überzahl ist weg, 3 gegen 3, aber durchaus Chancen, wenn ich in der Mitte Don Q einfach Cody erwischen könnte. Duffcast muss offensiv gehen. Kommt close in der Mitte geprefired, währenddessen Thunder Young mit einer Flash als Backup dasteht. Doppelkill sitzt nicht, wird on Q. Und alles liegt an Thunder Young. Hat eine Flash, hat die AK für Long Distance. Beide kommen sie über lang. Flash erstmal nicht geworfen, schaut noch Richtung Kurz, hört die Steps jetzt Richtung Garten und sich in den ersten, den zweiten gesehen. Don Q pusht jetzt close. Flashback trifft ihn nicht, schaut links, schaut rechts. Don Q! Jawohl, Viererfrag, aber kein Kit in der Hand. Und somit heißt es trotzdem 12. Runde für Team Spirit. Und das ist unglücklich gewesen. Den Retake geschafft. 4 Frags für Don Q. Aber keine Zeit, um die Bombe zu entschärfen. Schließt sich trotzdem nochmal alles Geld, was man hat, zu investieren, um hier den weiteren Durchmarsch von Team Spirit irgendwie aufzuhalten. Eine AWP und eine Kevlar für Alex, eine M4 für Dragunov, der Rest für den MP19 der Hand und ein paar Granaten, ein paar Mal Kevlar. Aber viel Offensivaktionen kann man jetzt hier nicht großartig auf die Beine stellen. Muss also so ein bisschen auf Team Spirit warten. Alex hält kurz. Mopos, Mason zusammen Apps hören die ersten Steps oben von Thunder Young von Cody. Molotov bereit, fliegt aufs Dach in Richtung Kurz und der Flash mit nach. Und Team Spirit kommt jetzt über Apps, über Mitte mit 4 Meter bereit. Einer nach Banane unten, das ist Dissastima. Thunder Young aimt die Smoke-Kante ab und Mopos. Damit ein bisschen Pech. Hat ihn hinten dran nicht gesehen. Mason offensiv. Unglückliches Timing gegen Cody. Währenddessen weiterhin Don Q und Dragunov. Gerade mal mit der M hinten auf B stehen. 30 Sekunden. Smoke rein, Flash rein. Don Q immer noch close an der Smoke.
Die Zeit, die rennt gegen Team Spirit. Flashbang rein. Don Q steht in der Smoke drin, wird geblockt. Weiter natürlich holt sich einer, holt den Platz im zweiten. Bombe ist wieder rüber. Und die muss jetzt schnell gelegt werden auf der A-Side. Moppos unten alleine. Die Rotation ist schon da Richtung B. Cody steht close. Und Moppos in der Bedrohung. Könnte eine Chance haben, hat er nicht. Und dann ist es Alex Long Distance. Bombe ist onside, fällt raus gegen Sander Young. 2 gegen 4, Unterzahl Retake. Don Q, Dragunov, ja, sie schnappen sich die AWP und dann geht's nur stracks zurück Richtung Bombside B. Waffen durchbringen, 13. Runde für Team Spirit. Und die gehen zum Glück nicht mehr auf die Jagd. Das heißt, man kann AWP und M4 durchbringen, aber geldtechnisch maximal 3000 bei Don Q. Auch Team Spirit hat nicht wirklich viel Geld auf der Bank. Maximal nur 3,6 bei Sander Young. Und die Movistar Riders gehen in den Forceball rein. AWP, M4, Doppelfarmers, viele Granaten, Kevlar, kein einziges Deathkit. Dementsprechend wird es wieder gefährlich, sollte Team Spirit in die Möglichkeit kommen, die Bombe zu legen. Wieder der Aufbau über Apps mit 3-4 Mann. Der erste Flash kommt rein, Sodflick in Richtung kurz mit der ersten Nate auf lang, steht Mason mit der Farmers. Dann müssen Moppos und Dragunov aufpassen. MP9 on-site defensiv. Dragunov ebenfalls zurück. Erst Tocke daneben. Die wissen on-site wieder. Kommt Klaus und den ersten Moppos. Und einen holt zwei in der Smoke-Kante raus. Und die Überzahl ist da. Mason ebenfalls Klaus von der Farmers. Ein unglückliches Timing. Moppos kann nachladen. Moppos geht nicht durch. Schießt in die Smoke rein. Und dann sollte er eigentlich rausgehen. Die Rotation ist schon da. Alex, Don Q, smoken beide nochmal ab. Molotov Richtung Bombside, verbrennt fast in einen Teamkollegen. Moppos muss raus. Und der switcht erstmal auf die AWP. Ist gesehen worden. Flash kommt rein. Darfcast, schöner Shot aus Pit. Sie haben immer noch kein Deathkit. Sie müssen also gleich, wenn die Bombe gelegt werden sollte, von den Speedy haben ein bisschen Zeit von 30 Sekunden, müssen sie in den Retail gehen. Alex auf kurz. Bombe etwas defensiver gelegt werden. Kurz ist raus. Don Q alleine. Und das ist eigentlich eine sichere 14. Runde für Team Spirit. Und die Movistar Riders mit maximal $4000 auf der Bank. Versuchen sie hier die 15. Runde abzuwehren oder geht's einmal in eine Sparrunde rein? Um dann vielleicht auf die Overtime zu spielen. Pistols only. Paar Nades. Einmal Kevlar für Moppos. Langsames Rantasten wieder Richtung A, Richtung B. Movistar Riders. Ja, versuchen kurz zu doppeln. Auf lang, Dragunov, der OSP, zieht sich etwas zurück. Moppos, Mason, kurz, erste Smoke in die Mitte. 60 Sekunden bei Team Spirit, erste Smoke ebenfalls Richtung lang. Und hinten, Sander Young, aus dem Hausmeister, den ersten Nades Richtung Short. Aber Mason ist da. Mit der Flashbang könnte man hier mit Moppos und auch mit Dragunov im Zusammenspiel durchaus viel Schaden machen. Erster Flash kommt rein, um ein bisschen die Zeit rauszunehmen.
Aber sie kommen schon langsam mit Zotfik in Richtung Lang. Steppen, Moppos, CZ, Close Distance. Könnte aufgehen. Noch lebt er. Noch haben sie einen 5 Ring von Busch. Jetzt unten Epstra gibt die erste AK. Hinten auf Lang, Dragunov zurück in Pit. Ebenfalls Mason auf die Bombside drauf. Cody ist da. Und immer noch die AK oben in Epstra. Und Moppos macht 2, macht 3. Moppos macht's teuer für Team Spirit. Und dann kommt Alex mit der Deagle. Duffcast alleine. Kommt mit der Tasten Shot hinten vor kurz. Jetzt schnell Moppos Richtung Side. Duffcast muss irgendwas machen. Und den ersten gegen 2. Links, rechts kommen sie. Duffcast mit der Pito 50. Und der 15. Runde für Team Spirit. Unglaublich. Was dieser Kerl hier mit einer einzigen Pito 50 anstellen kann. Sieben Matchpoints für das russische Team Spirit. Und es gibt den ersten Entry. Duffcast ist on fire. Alex mit Don Q hinten Banane. Mit dem Start steckt. Gehen auf ein 2-2 Holz. Sie doppeln hinten Apps. Mit Moppos, mit Dragunov, schauen nach links, schauen nach rechts. Ja, das ist Don Q, das ganze Offensivfeld, damit Alex schon schieben kann. Und er hört die Steps unten in der Mitte. Oh, das könnte durchaus gefährlich werden. Master Flash kommt rein, bekommt eine Antwort. Niemand steht close, Molotov Richtung Baum, kann also nur links stehen. Der Flashbang kommt rein, aber Don Q trifft die Shots nicht ganz, verbrennt dann noch durch den Molotov. Dragunov alleine, Alex gesehen hinten auf B. Sie wissen, ein 1-1 sollte, müssen eigentlich nur einfach zur 5 in Richtung der Bombside gehen. Und das ist Alex. Alex und David unten abgame von Dima. 16. Runde incoming, jawohl. Good game, well played. Team Spirit gewinnt 16-7 gegen die Movistar Riders. Junge, Junge, Junge. Das war mal.